Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen wieder hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet, meine lieben Freunde der Sonne. Und ihr merkt schon, ich bin der Obstmanfred wieder. Und jetzt muss auch mal ganz schnell ein bisschen was gemacht werden, nämlich draußen auf dem Feld, meine Freunde. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie das ganze Ding hier wird. So. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich muss mal ganz schnell gucken. Wartet mal bitte. Und zwar... Ach so, hier unten, das wollten wir ja pflügen. Den Rotz. Erntereif. Im Wachstum. Kraut entfernen. Überhaupt nicht, Pastor. Abgeerntet. Verdorrt. Gar nicht ist dort. Ne, passt mal auf. Und zwar... Gepflügt, Saatbett. Muss gepflügt werden, das ist alles durch. Muss gewalzt werden, das müssen wir noch walzen. Müssen wir gleich mal den Landhandel anrufen. Echt, nun schicke ich dir dann. Sehr schön, danke. Bitte. Landhandel, Ernstpacker, Stefan hier. Stefan, grüß dich. Grüß dich. Jo, Stefan, sag mal, ihr habt eure Walze schon wieder geholt, hä? Ja, die haben wir, brauchen wir jetzt gerade kurz. Ja, ich hab, ja, ich musste nämlich Hals über Kopf musste ich fort. Mhm. Und deswegen war ich jetzt immer ein paar Tage nicht da, weißt du? Ja. Sonst hätte ich sie euch jetzt nachher rübergebracht, aber das ist ja alles gut. Ich muss zwar noch Feld irgendwann mal walzen, aber das muss ja nicht jetzt sofort sein, weißt du? Ja, jetzt haben wir bloß noch unsere frisch angesäten Maisfelder. Ja. Nö, ist doch richtig. Machst du doch richtig. So soll's doch sein. Ich muss nämlich jetzt erst mal gucken, wie es bei mir hier weitergeht, da ich jetzt ein paar Tage nicht da war. Schwierig, weißt du? Schwierig. Ja. So, aber ich werde erst mit Dingen fahren, denke ich. Das wird das allererste sein, was wir hier machen. Und sonst, wie geht's bei euch? Gut ja, oder schlecht? Gut. Oder? Jetzt noch ein bisschen was arbeiten und dann müssen wir unseren Hofstall herrichten. Wegen was? Das muss man ja auch noch machen. Wir würden machen heute bei uns ein Hoffest auf dem Hof. Jo, macht ein Hoffest? Ja, und würden dich da gerne dazu einladen. Oh, das ist natürlich, die können mich auf alle Fälle. Wenn es Bier fließt in rauen Mengen, ist alles bestens. Natürlich. Spezialmische haben wir auch schon. Was haben wir gemacht? Spezialmische ist schon fertig. Ach so, ja, das ist immer nicht ganz schlecht. Das ist natürlich viel wert. Bist du jetzt gerade hinter mir gefahren? Ja. Seit wann habt ihr doch so einen kleinen Fan? Den haben wir jetzt schon länger. Ihr gebt euch doch eigentlich mit so kleinen Sachen gar nicht mehr zufrieden, oder? Doch. Der macht mittlerweile das meiste. Ach so. Sag mal, warum kriege ich den hier oder Dings nicht auf? Oder mal vom Menschen einstellen? Ach so, siehst du. Naja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist aber, eigentlich ist es doch für euch fast wie ein kleiner Hofschlepper bloß, hä? Naja, nicht nur. Nee? Na, der seht die meiste Zeit auf dem Feld unterwegs. Wirklich? Mhm. Mit dem habe ich den Mais angesät. Ja. Ja, und jetzt tue ich Walzen mit dem. Aber ich wenn ich fertig bin mit dem Walzen, ich habe bloß jetzt zwei Felder noch, ich könnte die Walze noch mal rüberstellen. Hast du dann viel zu tun? Kannst du auch walzen, wenn du willst? Nein, ich muss jetzt dann mit dem Düngesteuer noch mal raus und dann muss ich den Hof herrichten. Ach so. Ja, das Festzelt müssen wir jetzt gleich noch aufstellen. Ja, ist doch ich. Ist doch ich. Wann es genau anfängt, da rufe ich dann noch mal an. Ja, geht sein Gang. Das ja, da haben wir jetzt noch keine feste Uhrzeit. Da haben wir jetzt gesagt, wir nehmen jetzt noch keine feste Uhrzeit, weil wir nicht wissen, wie lange die Gerüstbauer heute brauchen. Ja, was machst du da, Gerüstbauer? Baust du was oder was? Zeltbauer, Entschuldigung. Du stellst richtig Zelt auf oder was? Ja. Was ist denn mit euch los? Geht ja. Ja, das Reichtum ausgebrochen, wo du bist. Ja, aber das lassen wir aufstellen. Wir wissen trotzdem nicht, wie lange die brauchen. Ja. Deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt noch keine feste Zeit aus.
Frisch. Und dann können wir auch schauen, dass wir mit unserem Zeug kleiner durchkommen. Ja. Und ich rufe dann einfach an, sobald es dann eine halbe Stunde vorher, bevor es dann ist. Ja. Ne, ja, das ist richtig. Du machst das doch richtig. So, na gut. Ne, und du weißt auch schon mal Bescheid. Ja. Und dann meldest dich einfach noch mal, ne, wenn du die Zeit wehst. Jo. Alles klar, bis später, ist, danke ist dir. Ist der Max wieder da? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da von Haken? Ja, ja, ich weiß schon, wen du meinst. Hab ich keine Ahnung. Musst du mal anrufen. Ah, ich schau doch mal. Ich kann ja mal runterschauen, ich muss da eh lang. Du musst da hin, oder? Ja, ich fahr, ich hab da hinten ein Feld vor der Brücke. Ja. Darüber dann fahre ich über den Biohof heim. Kurz im Biohof muss halt eh noch. Ja. Ja, dann guckst du mal, hä? Mhm. Naja, ich muss den Bürgermeister schon einladen, der braucht ja so eine, der braucht ja wie das letzte Mal wieder eine extra Einladung. Ja, es sind ja nur die Bürgermeister. Hab ich das letzte Mal schon gelernt. Ja. Ja, und Bio kann ich dann auch gleich einladen. Frau Kohl muss ich noch mehr anrufen, die war vorhin bei uns auf dem Hof. Ja. Und ja. Nikolas, wenn der. Keine Ahnung, wo der sich gerade rumtümmelt. Das könnte sein, dass der gerade an mir hier vorbeifährt. Was ist denn das für eine Käse? Ja. Ah, das ist der Nikolas. Mit dem Fliegelanhänger dran. Ah, das ist der Nikolas. Was macht er denn? Was ist denn mit dir? Fahr doch mit zu, Junge. Der weiß nicht, wo das Gaspedal ist. Du kommst mir irgendwie ein bisschen vor. Ich weiß auch nicht so richtig, was der hier macht. Na gut, ich stehe ja mitten auf der Straße, aber... Naja, okay. Mal sehen, ja, ob das jetzt hier überhaupt noch zu Dingen geht. Ja, weil jetzt bin ich bei einem Bild von unserer Autospann. Ja, ist nämlich ein bisschen was gewachsen, weißt du? Ja, wir müssen erst dann mit Pflegebereifung auferfüllen auch. Naja, mit Pflegebereifung muss ich es noch nicht machen. Wenn du einen Düngesteuer brauchst, wir hätten einen. Aber ich glaube, es geht nicht. Ein Düngesteuer hast du eigentlich selber, oder? Ja, aber es geht auch nicht. Ja, nämlich der Düngesteuer, der hat Pflegebereifung. Ja. Pass mal auf, der schwänzelt hier bei mir auf dem Feld rum. Ich mach mal ganz kurz. Ich lese mal auf, bis später. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. Nikolas! Hey, Mann, altes Haus, was geht? Ja, auf alle Fälle nicht mehr Ding zum Kotzen. Ja, ist schon gewachsen, ne? Ja, ja, aber ich habe manchmal gedacht, es geht vielleicht trotzdem noch. Wo warst du die ganze Zeit? Ich dachte, du wärst schon im Altersheim. Nee, ich musste mal dringend fort. Ich musste mal dringend weg. Oder läuft da wieder was unten rum, hm? Ja. Unten rum oder was? Ja, man weiß nee, ja nie, ne? Noch im gehobenen Alter geht da ordentlich die Post ab, du. Ja, aber nee, nee. Hatte geschäftliche Gründe. Ah, okay. Ging ein bisschen um den Hausbau bei mir im Wald, weißt du? Ah, ja. Ja, ja. Und da mussten wir. Was stand da eigentlich noch alles nach dem Sturm? Mich wundert es, mein lieber Nikolas, mich wundert es, dass dort nichts passiert ist. Es sind ein paar Pappen und so ein bisschen rumgewirbelt worden, aber da ist ja nicht weiter, weißt du? Es ist alles so geblieben, wie es ist. Mich wundert es ein bisschen. Gesundheit. Ja, ich muss halt gucken, was ich mit meinem Schuppen mache, ne? Der ist ja immer noch versemmelt. Sonst mäßig hier Versicherung vielleicht. Ja, wusste ich ja. Weil ich glaube, da gibt es was, was die jetzt nicht unbedingt wissen müssen, ne? Was ist das? Ich hab den. Pass auf, ich hab den Schuppen. Du weißt schon. Gebaut. Schwarz gebaut oder was? Ja, aber erzähl das gerne weiter. Nee, das ist bei mir in der tiefsten Seele. Vergraben. Ein Schwarzbau, Nikolas? Ja, wer hat's nicht gemacht, ne? Ja, ich hab da kein Problem damit.
Meine Gewächshäuser, hä? Auf dem Hof, die habe ich auch nicht angemeldet, das ist auch Schwarzbau. Tja. Deswegen sag ich dir, wir sitzen da im gleichen Boot, Nikolas. Also wir halten uns gerade im Prinzip beide gleichzeitig gegenüber die Pistolen an der Brust. Ja, also ungefähr. Deswegen, du, mich stört es auch nicht, wenn das ein Schwarzbau ist, aber das ist natürlich ein finanzieller Verlust, hä? Mhm. Ja. Müsste mal gucken, wo man vielleicht ein bisschen Holz herkriegt und dann könnten wir das Ding halt zusammen wieder aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich muss jetzt erstmal für was anderes sparen. Ich muss mir eine neue Maschine kaufen, deswegen. Was, wie einen neuen Traktor? Nee, was anderes hier für meine Kühe. Was willst du da oben holen? Hier, ich habe das gerade in der App auf. Das ist da unter der, wie heißt das, Tierhaltung. Also bei Fahrzeugen unter Tierhaltung, so ein Selbstmischer da, weißt du? Ah, hier, den von Kuhn. Den SPW Intens. Ach so, gleich den richtigen Größen oder was? Ja, da gibt es zwar noch den Pharisin. Ja. Aber, tja, wenn du den Kuhn holst, dann hast du noch mehr Motorleistung. Ja, ist klar. Vielleicht da geht Apple mehr rein, oder? Ja, 1000 Liter des Differenz. Ja, gut, das ist nicht viel. Ja, nein, das ist nicht. Außerdem, ich finde den Kuhn von der Kabine her schöner als wie der Pharisin. Ja. Am schlimmsten finde ich aber den Silo King, also. Na, was die sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Na, der ist irgendwie ein bisschen komisch, das stimmt. Und der von Strautmann. Ja, der ist auch nicht so das Allerschönste. Doch, also der geht noch, aber der hat dann wiederum weniger Volumen. Ja. 25.000 Liter hier mit dem Kuhn, das ist für meine Verhältnisse gelangt hat. Ja. Na, ist frisch. Gut. Naja, fein. Nee, mich kotzt es gerade an, dass das so nicht funktioniert, wie ich das will. Ja. Aber hier drüben müsste es doch gehen. Hier ist ja nichts gesät. Ja, es ist. Nö. Aber hast du hier nicht schon gejaucht? Das sieht schon so komisch aus. Ja, nee, ja, eben mal so ein bisschen. Aber ich kann ruhig noch mal. Ja. Du, hast aber du schon den neuen gesehen? Was vom neuen? Hier soll wohl ein neuer rumlungern. Also ich habe ihn vorhin mal, also der ist mir auf der Straße entgegengekommen. Ach so? Der hellste Kerze ist das auch nicht, ne? Warum? Der sind hat sie ja bei dir am Anfang nie. Der aber wirklich, ne? Der hat mir ja nicht so viel Platz gelassen. Ne? Kennst das ja, Traktoranhänger und dann so eine Straße da hinten, das ist ja nicht gerade breit. Wo kommt der dir entgegen? Das war hinten beim Neumannhof irgendwo die Ecke. Ach so. Ich war ja hier zu dem Pferdebauern mal unterwegs, wollte da mal so vorbeigucken, ja, wie bei dem so läuft, ne? Ach ja, bei dem Max oder was? Ja, genau, bei dem. Und was geht da so los? Nö, der hat mir erzählt, der hat sich einen Drescher gekauft. So einen schönen Topliner. Der hat gesagt, der wird wahrscheinlich nach der Ernte dann halt mal in die Wartung müssen bei mir. Ah ja. Was wäre der, wenn wir den neuen. Ey, wenn hier ein neuer da ist, dann müssen wir den definitiv mit der Witzdorfer Art der Begrüßung willkommen heißen. Ja, du weißt ja, was wir mit dem Max gemacht hatten, ne? Naja. Sobald wieder Schnee ist, dann geht hier rapizapi die Post ab. Naja, und vor allem muss man ja sagen, ich habe ja Vögelchen zwitschern hören, dass der Landhandel ein großes Hoffest machen will. Ja, das ist auch mal wieder. Ich glaube, das letzte war, glaube ich, als ich meine Werkstatt eröffnet habe, ne? Ja, und da gibt's ja vielleicht auch die Möglichkeit, so ein bisschen Drummission-mäßig. Warte mal kurz, mein Handy klingelt. So, hier haben wir's. Schweinezuchtbetrieb Öbstermann am Apparat, guten Tag. Grüß dich, du alter Sack. Och, Kulli, Krise. Hallo. Hi. Sag mal, du hast gerade das Fass für die Gerste?
Das kannst du kriechen, obwohl eigentlich bräuchte ich es. Ja, komm mal bitte hinter zur 96 gefahren. Ja. Das ist ja gleich hier. Ja. Ja, genau, vor mir zur 96. Da steht das Ding rum bei mir auf den Zuckerrüben. Du brauchst es wohl nicht mehr. Ja, ich wollte eigentlich die Zuckerrüben düngen, aber die sind ja schon mal aufgegangen. Das wird nicht so richtig. Ich müsste zwar das Nebenfeld noch düngen, aber das hat Zeit. Und ich sehe dich schon vorn. Mhm. Ja. Du hast wohl keine Zeit, das zu düngen. Was, das Feld jetzt hier? Mhm. Meins, oder was? Ja. Ja, Zeit habe ich schon, aber du willst ja das Fass haben und ich habe jetzt nicht so den Drang, das unbedingt düngen zu müssen. Ach so. Na, sonst hätte ich erstmal Mineraldünger draufgeschmissen. Nee, das macht man nicht. Wenn wir hier das Zeug da haben. Das Fass ist auch voll, komplett voll. Lässt du mich ran? Lege mal auf und komm mal raus. Ich formel ganz schnell hier runter. Formel auf das Feld drauf, wo wir gerade stehen, bitte. So, Dani, moin, 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 moin. Ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Freue mich natürlich, dass ihr gerade wieder hier mit dabei seid. Schön lange nicht mehr gesehen und gehört. Ja, ach, jetzt kommt es mir, jetzt kommt es mir. Alles klar, ich verstehe es. Ja, ja. Ich grüße dich. Hi. Ja, lange nicht gesehen, lange gehört. Das stimmt allerdings. Wie geht's? Wie ist es dir ergangen in der letzten Zeit? So, okay. Kuli? Ja. Grüß dich. Moin. So, kannst du im Endeffekt nehmen, das Feld, wo wir draufstehen, da müsste man halt noch dingsen. Grüß dich, Nikolas. Da müsste man eigentlich noch ein bisschen düngen, aber naja, gut, scheiß doch drauf. Sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig? Mit mir oder was? Ja. Warum denn? Du musst mal deine Zäpfchen nehmen gegen Diarrhoe. Hä, warum? Da bei mir war die ganze Scheiße auf dem Hof verteilt. Was krieg ich denn dafür? Ich war doch gar nicht da. Was willst du von mir? Der irgendeiner muss doch seine Scheiße dahinter lassen haben. Nikolas? Nee, ich weiß nicht. Nee. Wird die langsam senil? Was ist mit der? Wird sie nicht und schwerhörig auch nicht. Boah, die kann aber noch gut hören, du. Seit wann geht das? Mein lieber Freund, mal ernsthaft, irgend so ein Rindvieh ist über meinen Hof gefahren und hat dabei vergessen, die Klappe hinzuzumachen und dann lag wirklich Mist auf meinem Hof. Nee, und das lag's bei mir auch. Vor Wochen. In meiner Garage liegt auch noch drin, das habe ich zu spät gesehen. Ja, aber bei mir lag doch das Zeug auch rum. Was hat denn das dann mit mir zu tun? Ja Mensch, du machst deine Scherze mit mir und jetzt, wenn ich mal einen Scherz mache, regst du dich auf oder was? Du dickst wohl nicht mehr ganz sauber. Ey, immer mit der Ruhe hier. Ich bin völlig in Ruhe, Nikolas. Erstmal müssen wir uns auf das Wisch hier fokussieren. Was war das überhaupt für eine Scheiße? War das Pferdescheiße, Hühnerscheiße? Keine Hühnscheiße? Ahnung, es war Mist. Ja, man wird es aber riechen. Es war Scheiße. Ich riech das nicht. Das ist mir doch scheißegal. Da siehst du, er kennt es direkt vorher. Hm. Ja, keine Ahnung. Also ich war es definitiv nicht, weil ich war ja nicht immer da. Es war gestern. Naja. Ich bin vorhin gerade erst wieder gekommen. Wo warst du? Na, ich musste mal schnell fort. Ich hatte hier ein Treffen mit den Bauleuten von meinem Haus draußen im Wald. Da gab es ein Problem und das mussten wir lösen. Und dann geht es ab bald weiter. Achso, und kannst du es lösen? Mhm. Das freut mich. Wenigstens etwas, was gelöst wird, ne? Ja. Ja, na gut, dann mach ich mal weiter. Und wenn ihr noch ein bisschen frech seid, euch in Salzsäure. Ja, genau. Ja, deswegen mache ich jetzt mal weiter, sonst verbrenne ich mir wirklich noch die Gusch. Wegen was denn? Die hörst du dir selber zu, wenn du sprichst? Ne, hä? Ich bin doch gar nicht weiter gesorgt, das ist schlimm, was ist denn mit dir? Du hast gesagt, wenn wir weiter so Blödsinn reden, dann löst du uns in Salzsäure. Deswegen gehe ich jetzt, so. Sonst verbrenne ich mir noch den Gusch. Ach so, alles klar. Tschüss. Haust du rein, Kuli.
So, meine Lieben, wir haben es aber schon wieder geschafft für heute. Lasst gerne mal ein Däumchen da, wenn ihr Bock drauf habt. Und ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen, denn wir sind auf dem Weg und auf dem direkten Weg zum Giants Partner. Und da wollen wir dieses Jahr noch hinkommen, meine Freunde der Sonne. Denn das wird nämlich für jeden wird es ein Festmahl. Gut, bis dahin, macht's mal gut und wir sind auch schon mal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.